Okay, lass uns erstmal, wo war das? In dem Gebiet da, ne? Im ersten Gebiet. Nein, ich lasse jetzt mal nicht in Ruhe, der hat nichts zu suchen. Also, da war Start. Ich habe nichts zu trinken. Okay, ich bin gleich wieder da, ich hole mir was zu süffeln. Chat? Ihr geht masturbieren. Moin! Ich hab Wasser. Ich habe meine Katze gestreichelt auf dem Weg hierher. Wo war ich? Ach ja. Ach nee. Sag mir nicht, was ich mit meinen Eiern machen, mit meinen Bällen machen soll. Kann ich eigentlich die Bälle untereinander anheizen? Nope. So, da vorne war der Medikus. Und hier war Spastikus, genau. Wait, wait. No, it's perfect for my sleepy disk. Thank you, sir. Water is just perfect, he says. Oh lol, ich kann mit meinem Feuer die Dinger selber aufheizen. Too hot. Look at me, I've turned red. You did. Fire! Why did you do that? For the achievement. Okay, zwei Achievements sind im Spiel übrig. Eins davon, alle Kisten. Possible. Although, big shit. Das andere, nun, ich sag mal wie es ist, kein Plan. Irgendwo auf dieser Karte, oder laut der Karte, oder laut den Preisen gibt es 16 von diesen Dingern irgendwo. Ne, also von diesen
diesen Skulls. Ich hatte 6 gefunden. 6. Oh. Im Vergleich zu dem, was das Spiel von mir erwartet, ist das nichts. Ich habe einen Double Jump und kann doppelt so hoch meinen Teleporter schmeißen. Denkt ihr auch noch ansatzweise? Ich wüsste, wo ich es anfangen sollte zu suchen. Ha, no chance, buddy. Like, for real, no. Nada, niente, null. Oh mein Gott, das sehe ich jetzt erst. I'm just kindling the fire. Why did you really need to throw my sword in it? Oh boy. That's your Dark Souls reference. Kringe. Könnt ihr euch daran erinnern, als dass ihr mal eine Challenge braucht, hier drüber zu kommen? Well, no, can just jump. My shift is over. Schau auf. Ach, das war der Protector da vorne, ne? Von dem Ding. Die Ability, dass wir unsere Pickaxe throwen konnten, außerhalb jetzt von den Kampfsituationen, ist auch nicht wirklich mehr groß angesprochen worden. War halt wirklich so, ja, kannst deine Spitzhacke schmeißen, Alter, ne? Ich nehm's, aber wirklich wichtig war es jetzt nicht mehr im Nachhinein. So, du da. I need bones for my work, find bones and bring them here. There should be one set of bones in each region of the Underbox Kingdom. Das war nicht das Symbol für Knochen. Das war das Symbol für die 15 Schrott, die ich schon seit ewig dabei habe. Twitch-Chat! Wann seid ihr euch eigentlich das letzte Mal richtig doof vorgekommen? Okay, wenn ich jetzt Holz dabei habe, komme ich überall hin. However, one question still remains. Where are the last chests? Jetzt piep doch!
Reload Time. Tja, wenn sich die Waffe nicht immer nur nachladen würde, wenn man auf dem Boden steht, wäre das absolut stonkers und wäre die Variante von diesem Spiel vom Infinite Flight, aber nope, it's lame. Ah, hier waren mal Gegner, wo ich nie rangekommen bin. Waren. Mhm. Irgendwo auf dieser Map ist eine Karte. Irgendwo auf dieser Karte ist eine Map, genau, das wäre der zweite Satz, den ich formuliert hätte. Irgendwo auf dieser Map ist eine Kiste versteckt. And I have no idea where. But I will find it. Benutzt irgendwer noch Faxe? Firmen, gehe ich mal davon aus. Also meine Firma hat noch eine Faxadresse auf dem Briefkopf stehen. Also, ja. Ich habe zwar noch nie ein Fax kommen sehen. Geschweige denn eins versendet. Aber ich... Es muss ja einen Grund geben, warum Firmen sowas haben, oder? Also... Also ich sag, wie es ist. Ich habe die Existenz und die Verwendung von Faxen noch nie gesehen. Noch nie in Praxis. Also wenn überhaupt, dann vielleicht so, keine Ahnung, 2012 oder so. Da hatten wir noch ein Faxgerät. Da habe ich als kleines CJ habe ich vielleicht mal ein Faxgerät gesehen. Aber davon jetzt mal ausgenommen... Nein. Also geben tut es das definitiv noch. Es verwendet nur niemand. Nee, also wie gesagt, ich persönlich habe es sogar noch nie gesehen. Ich weiß aber, wir besitzen eins. Auf der anderen Seite, ich weiß auch, dass es einen Feuerlöscher gibt, aber habe noch nie einen verwendet. Ne? Also ist jetzt ein sehr schlechtes Beispiel, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will, oder? Das stimmt. Aber wer weiß, vielleicht gibt es auch jemanden, der jeden Tag noch eine Mail... Sorry, der jeden Tag noch einen Fax schicken tut. Weißt du ja nicht. Glaube ich. Vielleicht gibt es irgendwie so Fax-Statistiken. Unsichtbare Wand, deine Mama, Alter. Kiste.
Es gibt noch einen einzigen Ort, wo ich noch nicht nachgeguckt habe. Und zwar am Start. Rein theoretisch kann am Start was gewesen sein, wo ich vorher nicht den Piep-Piep-Piep-Detektor hatte. Und eventuell auch nicht den mega hohen Jump. Komme ich da hoch? Wieso nicht? Was meint ihr? Wie weit zurück komme ich? Ah, okay. Das Spiel hat sich gerade beantwortet. So hoch. Hey, immerhin. Eine Sache, die ich übersehen habe. 1 Euro mehr haben oder nicht haben. Das ist ja die Frage. Ich hab den Radar an, ja, ich hab ihn an. Hallo. Da war ein Key, ne? Key oder ähnliches, ja. Ich erinnere mich an dieses Gebiet hier. Habe ich hier vielleicht was übersehen? Hm. Kistenfreunde. Kiste. Meint ihr, ich würde das hier mitbekommen, wenn... Also durch mein Radar, wenn da was wäre. Na komm, let's guck nach. Why is it closed? Von da habe ich den Flammenwerfer bekommen. Aber warum ist das jetzt geschlossen? Naja, tun wir einfach so, als wäre da nie was gewesen. Ja, also, ich weiß nicht, wie ich es euch anders sagen sollen könnte, Leute, aber wir werden jetzt die gesamte Wand von A nach B ablaufen. Irgendwo ist eine einzige Kiste. Und dann sieht das trotzdem nicht so aus, als hätte ich dann alles gefunden, weil eine einzige Kiste gibt mir doch nicht 3%, oder? Oder? Alfred! How were the mines? Awful, thanks for asking. Maybe hier oben oder so. Huh.
Während ich hier dranhänge, bekomme ich übrigens keinen Double Jump wieder. Also dafür muss ich wirklich irgendwo stehen, komplett. Ah, willst du mich verarschen? Das ist kein metallischer Gegenstand. Das ist so eine Billo-Schere, Alter. Wie weit denke ich, würde mich das Spiel hier reinlassen? Also, wenn auf der Höhe immer noch nichts war, dann behaupte ich jetzt einfach mal, dass da nichts ist, weil ich komme nicht noch höher. And therefore. Na komm schon, du Scheißgerät. Mach piep, 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 piep. Bitte. Einmal für Papa. Einmal, komm. Body race. Shut up, ich renne so viel wie ich will. Und du kannst mich nicht aufhalten. Was war hier? Streichhölzer, oder? Genau, das eine Ding. Jetzt mal ernsthaft, was sollen wir denn noch fehlen? Ich bin ratlos, Leute. Ich kann nicht das gesamte Game durchlaufen und ich werde keine einzige Kiste finden. Ich sage euch, wie es ist. Die ist entweder irgendwo ganz am Anfang oder irgendwo ganz am Ende. Es gibt keinen dazwischen. Ich bin ehrlich, das macht mich traurig. Hier war der initiale Grapple. Magnet Grapple drin, oder? Ja. Und auch hier ist nichts. Wisst ihr, was das ist, Leute? Richtig amazing. Ich wollte gerade sagen, du musst mal bitte da durch, sonst habe ich ein kleines Problem.
Leute, was ist denn das? Jetzt kommen wir zurück in Cage Town an. Also quasi wieder am Hub. Hub. So, da waren wir. Als nächstes sind wir dann... Also wir waren in der Fabrik. Als nächstes sind wir eine Etage höher gegangen. Genau. Und dann sind wir in die Bank gegangen. Ja, dann lass uns mal zur Bank gehen, ne? Habt ihr noch irgendwelche coolen Upgrades? Alles klar. Nicer Talk. Lass uns mal nie wieder reden. Und dann gehe ich einfach weiter. Mhm, okay. Ja, okay. Nicht hilfreich. Does that look shiny? No, but I could make it shiny. Ich weiß, wo die Farbe, wo Gold die Farbe ist. However, ich bin mir nicht sicher, ob mir das irgendwas bringt. Aber, wie schon vorab gesagt, I'm so desperate, I will try it. Maybe he drops a chest when satisfied, which is not tracked by the tracker. Mein fetter Finger hat rechte Taste gedrückt. Da musste ich nochmal den Dingenspawn-Server verwenden. Hier, Olaf, nimm Fleisch. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Guter Junge. Hier war Hinterbereich. Hier war's. Also, ich kann zwei Sachen golden machen. Das Ding und... Actually, bei dem bin ich mir gar nicht sicher. Bei dem actually nicht, okay. Oh ja, right. Ich kann auch hier einfach durchgehen. Willst du eine goldene Karte haben? Does that look shiny? Well, actually, yeah, it does. But thanks, asshole. What else? On by itself? Nothing, I guess. Wir können ja mal gucken, ob ich mit der Farbe hier... Ob ich mit dem Ding halt Farbe übernehmen kann. Nein, kann ich nicht, weil ich sie hier verliere. Oder auch nicht. Wird's. Okay, das Ding mag das nicht, was ich da gerade getan habe. Und hat sich dementsprechend sofort vaporisiert. You know? Totally understandable, also relatable. My progress is yelling out with something like desperation. Needless to say, whatever I'm trying right now is totally dumb. Can I make it black by myself? I can make it black by myself. Oh wow, fire gun is kind of broken. I can now paint things gold. So the only thing I really maybe can sell as gold is that thing. Wait, lässt du mich jetzt überhaupt damit durch? Ja, okay, dann zählt das wahrscheinlich nicht als shiny thing, oder? Does that look shiny? Ja, es ist golden. Hi Joyce. Einen wunderschönen guten Abend, dir Darling. Wir sind auf der Suche nach einer Kiste. Der letzten Kiste für die 100%, wahrscheinlich. Und, oh boy, I have no idea where to look. Ich habe ein Chestradar, das Ding, was da unten auf meiner R-Taste liegt. That game looks cute. It is cute. It is a sandbox game. Also, ne? Du hast Tools, mit denen kannst du Sachen machen.
Und die interagieren halt irgendwie miteinander. Das Game ist nicht nur eine Sandbox, weil es ein Sandbox-Game ist, sondern wir sind literally in einem Sandkasten. Das ist ein Sandkasten quasi. Und wir sind 6 inches under. Ne? Also 13,5 cm drunter. Das wäre doch mal ein Game-Titel. Supraland, 13,5 cm unter dem Boden. Ja, und jetzt gerade gerase ich die gesamte Map ab, auf der Suche nach der einen Kiste. Also eigentlich warte ich nur darauf, dass ich irgendwo piep, piep auf meinem Radar höre. Bis dahin werde ich wie ein ADHS-Gestörter die ganze Zeit durch die Gegend rennen. Und habe 1 Euro gefunden. Nice. Ja, aber das Spiel ist, wenn du es noch gar nicht jetzt gesehen hast, außer das, was du jetzt gerade siehst von mir, ich kann es nur empfehlen. Ist ein schönes Indie-Game. Ist sehr groß, actually. Also nicht von der File-Size, sondern du sitzt eine sehr lange Zeit an dem Ding dran, um es komplett abzuschließen. Which is actually pretty neato. Ich glaube, es kostet auch gar nicht so viel. Und es gibt Supraland 1 und Supraland 6 Inches Under. Das sind die 2 Main-Games. Beide davon unglaublich gut. Das DLC vom ersten Game kannst du dir sparen. Außer du magst, ein und dieselbe Map zu verschiedenen Tageszeiten mehrfach durchzuspielen. Which some people maybe get kink to? I don't. Aber ja, sehr schönes Spiel. Meine Woche war... Nun, ich wollte kurz sagen, aber das stimmt nicht ganz. Ich hatte am Dienstag nur einen halben Arbeitstag, weil es mir da richtig hart scheiße ging. Und... Das hat irgendwie meine gesamte Wahrnehmung der Woche verböllert. Sie kam mir sehr kurz vor, aber unabhängig davon jetzt, ob sie kurz oder lang war, es war eine sehr normale Woche. Es ist quasi nichts Besonderes vorgefallen, ich habe meine Sachen gemacht. Die Leute sind, also fast alle sind aus ihrer Krankheit zurück. Walks pretty good. Kann ich... Oh. Nein, ich kann den Gott nicht töten. Und deine Woche, Joyce? How are you doing, darling? Damit möchte uns der Spieleentwickler sagen, nein. Du kannst da nicht hingehen. Das ist okay, Mr. Spielentwickler. Ich respektiere das. Wo ist meine Kiste? Denn das ist die eigentliche Frage, die sich hier gestellt wird. Ich habe leider wirklich absolut keine Anhaltspunkte. Zu gar nichts. Hier war eine Kiste. Die habe ich aber schon gefunden gehabt. Mehr Notizen besitze ich nicht. Wir waren in den Minen, wir waren in der Fabrik, wir waren in der Bank, wir waren am Strand. Es gibt nur noch das Ding hier, wo wir dann in unserem neuen Zuhause rauskommen, nenne ich es jetzt mal. Also Red Town 2.0. Und da ist Jesus. Da unten. Das ist das einzige große Gebiet, was ich mir noch so halbwegs vorstellen kann, wo irgendetwas sein könnte. Bitte, Spiel. Ich komme mit Double Jump und erhöhtem Throw Speed. Hab doch bitte eine Kiste für mich. Gönn doch einfach mal hart. Wie wär's? Hmm.
That is not how it works. Mal gucken, ob meine Fähigkeiten mittlerweile ausreichen, das gesamte Puzzle zu skippen. Yes, yes they do. Welches Puzzle? How do I open door? Ah. I open door by pressing on button. Und wie Sie bemerken, ist ebenfalls hier nichts. Hier ist absolut gar nichts. Okay, amazing. Cool. Scheiße. Ich sag mal, wie es ist, ne? Sehr verehrter Stream. Ich werde ein bisschen desperate. Ich will jetzt nicht sagen, mir gehen die Ideen aus, wo noch etwas sein könnte. Aber, for a matter of fact, mir gehen die Ideen aus, wo noch was sein könnte. And I am very, very sad. Was ist das? Was ist das? Ah, eine Münze. Okay. Als Belohnung dafür, dass man darüber gegangen ist. Das muss ich mir jetzt nicht antun. Wait, war ich jemals da drüben? Ha. Ja, ich erinnere mich. Ich kam ja nie rüber. Oh mein Gott, natürlich kam ich da nie rüber. Weil ich vorher den Bouncy Ball nicht hatte. Ah ja. Da war das Problem. Weil ich muss meinen Bouncy Ball da rein, also meinen Teleport Ball da reinsetzen. Und brauche die Fähigkeit plus mein Double Jump. Leute, ich hab's. Die letzte Kiste ist bereit, gefingert zu werden. Ich kotze. Warum komme ich da nicht rüber? Wait. Impact ist gleich Exit. Okay, irgendwie nicht. Och, Spiel, jetzt machen wir nicht diesen triumphalen Moment kaputt. Hä? Ah, okay, nicht gedrückt halten. Nur antippen. Oh, Leute, ich glaube, wir werden noch ein einziges und letztes Mal kämpfen in diesem Spiel. Hier ist ein Healing-Ding. Und ein sehr tiefes Loch. Wir sind alle nicht dumm, wir wissen, was 1 und 1 zusammen heißt. Rennt ihr Schweine! Kann Feuer durch euer Schild durch? Nope. Ah, das ist doch. Wait, what? Ah, okay, das waren teilweise Deaktivierungen. Okay, okay, okay. Geh doch da rein. Das ist quasi für die kleineren Wixers hier. Kannst du dich bitte mal irgendwo festhalten? Damit kann ich arbeiten.
Naja, es macht nicht alle aus, aber die meisten. I can work with that. The council have decided that you are indeed cringe. And you now face extermination. Aber wo zum Fick? Hä? Warum ist das wieder angegangen? Habe ich das verwendet? Ach, keine Ahnung. Alle Schilde sind aus. Los geht's. Komm jetzt. Bring es zu Ende. Yes, you down there. You might need this. Ah, danke schön. Alles klar, Jaden. Dir eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut. Und du, gebe mir... Bist du die letzte Kiste? Ja, ja, ich glaube, es ist die letzte Kiste. All chests und Jump plus 1. Gut, dass ich die Jump-Upgrades als letztes gefunden habe. Und ich glaube, jetzt sollte ich erst nochmal an die letzte Trophäe herankommen. Aber mit ein bisschen Shenanigans kommt man da auch so ran. Und... Das waren 100%. Amazing. Ich habe alle Achievements auf Steam. Ich habe literally alles gemacht in diesem Game, was man sich holen kann. Ich möchte anmerken, es ist absolut cringe, dass ich 30 Herzen habe, aber nur 11 davon kann man regenerieren. Also like, for real. Was soll das? Aber ich werde es nicht in Frage stellen. Die Statue macht Auergeräusche, wenn ich drauf hau. Cool. Wir haben es 23 Uhr 43, so rum. Mache ich jetzt noch irgendwas? Nein. Ich würde sagen, mein Plan hat funktioniert. Wir haben Supraland below 6 inches under. Ich wollte gerade below 0 sagen, aber das ist nicht ganz richtig. Erfolgreich beendet. Zu 100%. YouTube. Das Video endet hier.